Meine Freunde, wollen wir ins erste wichtige Thema des Streams rein? Wir haben uns hier versammelt für meine Seelsorgenstunde. Es ist jetzt 3 Tage her. Ich muss tatsächlich noch ein bisschen die Schalker Geschehnisse am Wochenende und das, was auch vor allem danach passiert ist, ein bisschen mit euch aufarbeiten. Traurigerweise, also irgendwie ist leider alles, was ich so an Befürchtungen hatte, dieses Wochenende so eingetreten. Es ist so, so typisch Schalke. Es ist so typisch. Wir gewinnen überraschend gegen St. Pauli, machen über weite Strecken gutes Spiel gegen Paderborn. Dann kommt das nächste Auswärtsspiel. Wir spielen auf dem Sonntag. Freitag und Samstag haben alle Mannschaften gepunktet, die da unten drin stehen, gefühlt. Ich glaube sogar nicht nur gefühlt. Rostock gewinnt auf einmal. Lautern holt Punkte. Und was macht Schalke? Sie zeigen, dass sie auf Platz 17 der Auswärtstabelle in der zweiten Liga stehen. Sie zeigen eindrucksvoll, warum sie jetzt tatsächlich wieder. Wir haben uns ja eine Platzierung zurückgeholt. Wir sind jetzt nämlich wieder nach dem Spieltag die schlechteste Defensive der Liga. Und ich kann, ich, mir fehlen da mittlerweile wirklich die Erklärungen, ne? Ich kann mir das nicht mehr erklären. Weil, also wir hatten auch dieses Jahr Heimspiele, die nicht in Ordnung waren. Aber wenn du dir anguckst, was diese Mannschaft zu Hause imstande ist zu leisten, teilweise. Und da war jetzt auch, lassen wir uns nicht blenden von St. Pauli. Das war jetzt nicht immer nur Hurra-Fußball, aber ich kann es nicht verstehen, warum diese Mannschaft so unterschiedliche Gesichter hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Alter. Ich habe keine Erklärung dafür und ich bin auch so müde irgendwie davon. Das, was jetzt dieses Wochenende wieder passiert ist, Chat, das habe ich auch getweetet. Ich muss jetzt hier nicht der 500. Mensch sein, der euch erklärt, dass Danny Latzer und Henning Matriciani ein Totalausfall sind. Und heilige Scheiße, waren die ein Totalausfall. Die waren so schlecht, da gibt es gar keine Worte für. Kicker hat den beiden die Note 6 gegeben. Ich hätte dafür sogar noch eine neue Note erfunden. Ich hätte die Note erfunden, wäre besser gewesen, er wäre zu Hause geblieben und Schalke wäre ins Spiel mit 9 Leuten reingestartet. Und das wäre dann die 7. Also diese Note hätte ich gerne gegeben, weil die so scheiße waren. Aber das muss man doch vor, also das muss man doch wissen. Und wenn man sagt, dann möchte ich gerne sogar die Vereinsführung irgendwo noch in Schutz nehmen, weil ich glaube, wir alle haben uns ein bisschen von Henning in der Bundesliga blenden lassen, weil der da halt so ein kleines Formhoch hatte und dann auch so abgekultet worden ist. So, aber spätestens im Winter hättest du doch wissen müssen, dass Latzer und Matriciani, und das sage ich ja hier auch seit Wochen, wirklich kein Zweitliganiveau haben. Haben sie nicht. Und dann hast du eine Gelbsperre und eine leichte Blessur bei deiner Soforthilfe Brandon Soppy. Liebe Grüße gehen raus. Und du musst in ein Spiel mit 9 Leuten gehen. Wie scheiße kann ein Kader zusammengestellt sein? Und heilige Mutter Maria, haltet eure Fresse, was das Thema Karel Gerards angeht. Lasse ich absolut nicht zu und hört auf, einen Danny Latzer oder einen Henning Matriciani irgendwie zu beleidigen. Die können es nicht besser, haben wir alle verstanden. Das Ding geht so heftig auf unsere Transferpolitik, vor allem in diesem Winter. Weil wir haben 5 neue Spieler gebraucht und haben halt 2 Leute gekriegt, die halt beide nicht auf dem Fitnesslevel sind, wie wir jetzt wieder gesehen haben. Und das ist, Mann, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und das macht mich auch so sauer. Jetzt haben mich auch wieder Leute markiert. Bei der Christina Rühl-Hamers hat einen Auftritt bei Mitgeredet gehabt, ne? Und ich habe mir das auch angeguckt. Ich fand das wirklich richtig gut, was die Frau da erzählt hat. Und die hat auch dafür gesorgt, meine Meinung gegen ihr über wirklich noch mal ein bisschen zu verändern, weil ich mir da auch selber eingestehen muss, ich glaube, ich habe in der Vergangenheit des häufigeren Mal die Arbeit von Christina Rühl-Hamers bewertet, ohne sie in Gänze zu kennen. Also die Arbeit, was sie da tut, die genauen Zahlen zu tun. Das war schon wirklich sehr interessant, was sie da gesagt hat. Und prinzipiell stimme ich ihr auch vollkommen zu. Also für die, die es nicht gesehen haben, Rühl-Hamers hat gesagt, ey, unser Problem ist nicht, dass wir zu wenig Geld ausgeben und ich hier nicht den Kornspeicher aufmache, sondern das Problem ist, dass wir das Geld, was wir eingesetzt haben, scheiße eingesetzt haben. Und da bin ich 100% bei ihr. Weil die Leute tun ja auch so, als hätten wir diesen Sommer irgendwie nur 3,50 Mark ausgegeben. Stimmt ja einfach nicht. So, wir haben ja auch Ablösen gezahlt. Und wir haben ja auch Spieler gekauft. Und wir haben ja auch Gehälter für Spieler bezahlt, bei denen wir gedacht haben, dass es besser wird. So, also ich glaube, ne, wir haben den dritthöchsten Etat dieser zweiten Liga. Und damit darfst du nicht,
im Abstiegskampf sein. Aber das ist ja genau der Punkt. Der Kader ist unterirdisch zusammengestellt. Er ist so unterirdisch zusammengestellt. Und einer hat jetzt gerade aus Spaß reingeschrieben, Gerards raus. Aber ich war auch nach dem Spiel ein bisschen sauer auf Gerards. Weil ich mir auch gedacht habe, Bro, eigentlich musst du Henning Matriciani nach 10 Minuten rausnehmen. Aber wen willst du denn da hinstellen? Cedric Brunner? Okay, gut, der ist diese Saison auch maximal scheiße. Wen willst du denn für Danny Latzer spielen lassen? Hast ja dann gesehen. Dann stellst du einen Schallenberg auf die 6 und läufst da auf einmal wieder mit Kaminski rum. Und das Erste, was passiert ist, wenn du Kaminski einwechselst, dann kriegst du 2 weitere Gegentore. Also da kann er jetzt nicht wirklich viel für so, aber boah, das ist, weiß ich nicht. Also das Einzige, was ich bei Gerards nicht verstehen kann, ist, warum er, ich keine Ahnung, was sein Problem mit Dominik Drexler ist. Das ist das Einzige, was ich Gerards so ein bisschen ankreide. Alles andere, da gebe ich ihm zu 100% recht. Wir haben ja auch bei Ed Broski darüber diskutiert, ob das richtig war, die Mannschaft quasi nach dem Spiel so von Bus zu werfen und im Umkehrschluss sowas zu sagen wie, ja, was soll ich machen? Ich kann mich ja nicht selber aufstellen, wenn die so scheiße sind. Ja, und ich stimme ihm dazu. Ich stimme ihm dazu. Ja, okay, vielleicht war die Taktik in Berlin nicht perfekt. Alles in Ordnung. Vielleicht hätte man früher und anders wechseln müssen. Alles in Ordnung. Ist Kritik, die der sich anhören kann. Aber jetzt lass uns doch bitte keine Trainerdiskussion aufmachen. Wir haben den drittteuersten Kader der Liga und die Spieler sind einfach gefragt. Die sind einfach scheiße. Es kann ja nicht sein, dass du nach Berlin fährst und dich abschlachten lässt. Und da sind wir wieder beim Punkt. Berlin hätten wir da gewonnen. Ist jetzt konjunktiv, aber die waren vor dem Spiel 4 Punkte vor uns. Also, boah, weiß ich nicht. Und wenn ich jetzt schon wieder höre, jetzt wackelt angeblich der Ben Manga-Deal, jetzt will er wohl doch nicht kommen, weil er sich denkt, ey, ich muss ja erstmal wissen, ob ihr in der Liga bleibt. Und das ist halt, du verlierst schon wieder so viel Zeit, Chat. Wir haben de facto niemanden Ende März, der den Kader für die nächste Saison plant. Wilmots ist ein Maskottchen. Der macht da gar nichts. Wir brauchen jetzt so jemanden wie Ben Manga. Also, boah, Alter. Ich kann aber auch verstehen, dass er nicht kommen möchte. Ja, natürlich. Also, es ist ja wohl so, dass der noch einen Vertrag bei Watford bis 2027 hat, wo der bestimmt auch ein gutes Geld verdienen wird. Und ich unterschreibe ja jetzt nicht blind bei Schalke, wenn ich noch nicht absehen kann, ob es den Verein überhaupt nach dem 1. Juni noch gibt. Boah, das, ich sehe da wirklich schwarz, ey. Also, wenn wir uns die Tabelle mal angucken hier. Das ist, sorry für die Flashbang. Guckt euch das an. Und die holen hier alle Punkte. Da wird am Ende irgendein Team mit 40 Punkten absteigen. Guckt dir das an. Und hört auf an die Schalke-Fans, auch wenn wir jetzt vielleicht in 2 Wochen, ist ja jetzt erstmal spielfrei, ist ja Länderspielpause, gegen Karlsruhe gewinnen sollten. Ob das dann passiert, guckt euch einfach mal das Ergebnis hier an, ne? Also nur nochmal als Reminder. Wir sind vor 3 Wochen in Magdeburg untergegangen und die sahen gegen uns übrigens mal wieder aus wie Real Madrid. Also wir gucken uns die Tabelle, sag ich euch so wie es ist, ab dem Platz hier an. Das ist irgendwas zwischen Platz 13 und 17, wo wir uns einpendeln werden. Das ist die Region, über die wir uns reden müssen. Über die wir reden müssen. Und bitte nicht nach, wenn wir mal wieder 1-2 Spiele gewinnen, damit haben wir nichts zu tun. Wir haben hiermit nichts zu tun. Das wird ganz, 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 ganz schwer. Aber auch irgendwie wieder typisch Schalke in so einer Saison, wo der Abstiegskampf so kompetitiv ist, da reinzurutschen. Ja, aber da sage ich auch, das ist die Zeit der Ausreden ist vorbei. Du kannst dich jetzt darin suhlen, dass du normalerweise mit 30 Punkten vielleicht auf Platz 10 stehen würdest. Ne? Also du kannst dich auch darin suhlen, dass du sagst, ey Mann, da waren auch ein paar unglückliche Spiele dabei, aber de facto ist, wir haben den drittteuersten Etat der Liga, wir haben Scheiße gebaut und unsere Mannschaft lässt sich halt alle 2 Wochen, sobald wir auswärts spielen, den Und dann sage ich dir ehrlich, dann hast du da unten nichts zu melden. Guck dir mal die Tordifferenz hier an. 54 Gegentore. Osnabrück ist mit Abstand das schlechteste Team der Liga. Nicht mal die schlucken so viel wie wir. Musst du dir mal überlegen. Und das halt die, nee, also Hinrückrunde. Deshalb, weil die Leute mal sagen, ja, unter Karel wird es jetzt hier lang. Es wird nicht besser. Guckt euch die Rückrundentabelle an. Guckt euch die Rückrundentabelle an. Das wird nicht besser. Rückrunden 15. Guckt euch die Auswärtstabelle an. Das ist, Bro, so spielt ein Absteiger. So spielt ein Absteiger. 35 Gegentore auswärts. Wir kriegen im Schnitt fast 3 Dinge auswärts eingeschenkt. Das ist unfassbar. Das ist so, also Zahlen lügen halt nicht, ne? Ja, kannst dich freuen, dass du zu Hause halbwegs eine Festung hast, weil das bringt dir ja alles nichts, wenn du dir die Scheiße hier anguckst. Und ich sage, also was ist denn unser Restprogramm? Wir spielen noch
Zu Hause gegen Nürnberg wird zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Spiel. In Elversberg wird. Du kannst halt relativ froh sein, dass du halt noch einiger, also dass du, wenn ich mir das hier angucke, ne? Also 32., 33. Spieltag, das wird ja geisteskrank. Das wird so ein Überlebenskampf. Also zwischen dem 4. und 5., zwischen dem 4. und 11. Mai wird alles entschieden. Und Lautern gegen Braunschweig am 34. Spieltag. Ja, ich sag dir ehrlich, also realistische Spiele, die wir gewinnen können, meiner Meinung nach, ist halt zu Hause gegen Nürnberg in Osnabrück und zu Hause gegen Rostock. Das sind 9 Punkte. Das sind meiner Meinung nach Spiele, die wir realistischerweise gewinnen können. In Elversberg, glaube ich, kriegen wir komplett auf die Fresse. Das wäre so typisch, wenn wir da komplett wieder aufs Maul bekommen. Gegen Karlsruhe in der aktuellen. Also, ich glaube tatsächlich, dass nach Karlsruhe Karel Gerards nicht mehr unser Trainer ist. Und ich glaube, dann wird Marc Wilmots auf der Bank sitzen. Also, das ist so eine Sache, die ich. Weiß nicht, ob es passiert. Ich will es nicht herbeireden, aber ich habe da so eine ganz böse Vorahnung. In Hannover sehe ich nicht. Nürnberg, Osnabrück, Rostock. Und das ist dann, wenn du ein Unentschieden noch hast, sind das 10 Punkte. Und dann wären wir bei 40. Und ich weiß nicht, ob du mit 40 in der Liga bleibst. Ich weiß nicht, ob du mit 40 in der Liga bleibst. Das Ding ist, ich bin ja mittlerweile bei diesen Schalke Talks Chat. Also jetzt, ich meine jetzt sowieso, jetzt ist das Spiel 3 Tage her. Also was soll ich mich jetzt hier abfacken und irgendwie rumragen oder sonst irgendwas, ne? Ich gehe halt mittlerweile aus so einem Berlin auswärts. Ich kenne diese Mannschaft so gut, dass ich bin nicht mal mehr sauer. Ich bin wirklich einfach nur noch enttäuscht. Das hört sich so doof an, ne? Aber, Digga, 7 Punkte auswärts. Wie fandest du die Stimmung in Berlin? Ah, es ist ein super Stadion. Es ist ein super Stadion. Einzige Problem, was dieses Stadion halt hat, ist, was ich auch schon in der Vergangenheit gesagt habe, das Olympiastadion ist einfach so 10.000, 15.000 zu groß für Hertha. Und dadurch, dass es halt ein uraltes Ding ist, die Architektur ist halt nicht geil, ne? Also, ist halt schade, dass du da diese Tatanbahn hast und relativ weit weg sitzt, also vor allem auch die Kurven, in dem Fall relativ weit weg stehst. Und die Architektur des Daches ist halt ein bisschen ungünstig. Sieht natürlich brutal geil aus, ne? Also da ist ja dieses, da ist ja gegenüber von der Westkurve, also im Osten, ist ja so eine Lücke, wo du dann, glaube ich, direkt auf die Siegessäule, meine ich, drauf guckst. Natürlich architektonisch super geil. Aber dadurch, dass auch das Stadion in seiner eigentlichen Bauweise kein Dach hatte, ne, es war ja ein offenes Stadion, und das Dach irgendwie danach drauf gebaut worden ist, es zieht halt von der Akustik alles raus. Aber an sich ist das Stadion, ich finde, das Olympiastadion ist rein von der Optik eine absolute 10 von 10. Das ist ein wunderschönes Stadion. Musste mit meinem Trikot auch schön durch die Ost zu meinem Platz. Ja, es ist ja auch, also es ist ja auch irgendwie so, dass die Hertha-Fans ja Schalke irgendwie brutal hassen. Also für Hertha ist es ja so ein kleines Derby. Mich juckt jetzt die Hertha eigentlich gar nicht. Gar kein böses Blut mit denen. Ich finde die Hertha sogar eigentlich cool. Ich habe echt was übrig für die Hertha. Also vor allem so den Weg, den die mit Kai Bernstein in den letzten Jahren eingeschlagen haben. Rest in Peace an der Stelle. Finde ich eigentlich sehr, sehr sympathisch. Ich habe irgendwie was für so Vereine übrig, die halt aufs Maul geflogen sind und sich so langsam wieder berappeln. Zurück zum FC Schalke 04. Gibt nicht so viel zu sagen, gibt nichts Positives. Doch, es gibt was Positives zu sagen. Simon Terodde hat 2 Tore gemacht. Und genau da, was wir da gesehen haben, bleibe dabei. Mein Take für nächste Saison: Sollten wir in der zweiten Liga bleiben, verlängere den Vertrag von Simon Terodde um ein Jahr. Und du gibst ihm ganz klar die Aufgabe, du hältst die Kabine einigermaßen zusammen, du bist der Papa von Keke Top und wenn es mal brenzlig wird, können wir dich die letzten 20 Minuten reinschmeißen. Ich würde es machen. Ohne Spaß. Ich würde es wirklich machen. So, du hast am Wochenende bei Terodde halt wieder gesehen, dass der halt ein Strafraumstürmer ist und wenn der einen Ball da bekommt, ist der immer noch kalt wie eine Hundeschnauze, wie ein FIFA-Kommentator sagen würde. Wieso hat er sich bei den Toren nicht gefreut? Ja, weil wir halt zweimal zu dem Zeitpunkt schon hinten gelegen haben. Und die Tore ja ziemlich krass aus dem Nichts gefallen sind. Also ich glaube, Terodde hat in dem Moment einfach gewusst, so, boah, Bro, ich glaube, mein Tor wird hier nicht viel ändern. Aber ist jetzt auch Spekulation von außen. Der hat noch Bock und ist noch gut genug. Ja, zumindest wenn es halt darum geht, nicht mehr 90 Minuten gehen zu müssen. Also ich glaube, es wäre absolut fahrlässig, in die nächste Saison nochmal zu gehen und zu sagen, ey, Simon Terodde, jedes Spiel 90 Minuten. Ich glaube, das ist fahrlässig. Aber also den als Stürmer Nummer 2 oder meinetwegen auch als Stürmer Nummer 3 zu behalten, warum nicht? Ich finde, unsere Offensive ist gar nicht das allergrößte Problem. Unsere Offensive ist seit Spieltag 1 die Abwehr. Und nicht nur in dem Sinne, dass sie nicht verteidigen können. Wir haben ja die schlechteste
Defensive der Liga. Das allergrößte Problem in unserer Defensive ist, dass wir keinen Verteidiger haben, der Fußball spielen kann. Das ist das ganz, ganz große Problem, was wir haben. Und deshalb sieht auch Brandon Soppy, wenn er spielt, bei uns so unfassbar stark aus, weil du auf einmal dann neben Merken noch jemanden hast, der halt mal einen guten ersten Kontakt hat und den Ball weiterleiten kann. Ne? Also Kalasch in allen Ehren, finde ich defensiv solide, aber der braucht halt unbedingt einen Verteidiger neben sich, der dirigiert, der klar der Abwehrboss ist und der auch den Spielaufbau übernimmt. Das haben wir halt gar nicht. So, Kaminski ist ja mittlerweile mit dem Ball unterirdisch und wenn du dir dann halt anguckst, ne, Schallenberg, ich finde, das war ein Experiment, den da in die Innenverteidigung zu stellen, aber der muss ja langfristig auch wieder auf die 6. Also wir brauchen halt unbedingt für die nächste Saison, und das hätten wir eigentlich auch schon im Winter gebraucht, unser Spielaufbau hinten raus ist halt ganz, ganz schlimm. Machen so viele individuelle Fehler, wo wir dem Gegner gefühlt den Ball in den Fuß passen, weil wir halt so viele. Also in FIFA-Sprache würde man sagen, wir haben keinen einzigen Spieler mit einem Pass-Playstyle, wenn ich es für euch gut jetzt übersetzt habe. Das war ungefähr so wie mein Arsenal-Legendenteam letzte Woche. Das ist halt, dann bist du halt verloren. Ja? Ich habe heute auch zum Beispiel mich nochmal mit Funky unterhalten, der Ehrenbruder, der hier den Stream-Highlight-Kanal führt. Denk mal, das Video hier geht online. Und der hat was ganz Schönes gesagt, und da gebe ich ihm zu 1 Million% recht. Die Personalie Derry John Merken ist so ein Sinnbild dafür, wie scheiße unser Kader ist. Nicht, weil er individuell kacke ist. Da laufen ein paar Leute rum, die was auf dem Kasten haben. Aber wie schlecht er zusammengestellt ist. Merken hat in dieser Saison einfach schon 5 verschiedene Positionen spielen müssen. Einfach nur aus dem Grund, weil man ihn dahingestellt hat, mit der Hoffnung, dass er nicht so scheiße ist wie die anderen davor. Selbiges gilt übrigens auch für einen Schallenberg zum Beispiel. Und das ist halt, ja Junge, dann kommst du halt nicht weit. Das ist halt, wenn du überlegst, der hat Innenverteidiger gespielt, linkes Mittelfeld, Achter, Linksverteidiger, Sechser, den haben sie ja überall schon ausprobiert. Ich bin mal gespannt, was das wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass das für uns vielleicht sogar ganz gut ist. Folgende Sache, okay? Folgende Sache. Ich glaube, das ist jetzt mein Take. Ich möchte jetzt den Schalke-Fans hier nochmal ein bisschen Hoffnung geben, okay? Gebe euch nochmal ein ganz, 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 ganz kleines bisschen Hoffnung. Ich glaube, dass diese Länderspielpause für uns gerade das Beste ist, was uns passieren kann. Punkt Nummer 1, du hast jetzt 2 Wochen Zeit und Deutschland ist gerade kollektiv im Nationalmannschaftsfieber, wo du zumindest nicht ganz so krass in der Schusslinie bist. Es wird weiterhin über uns berichtet werden, es werden weiterhin Internas an die Öffentlichkeit kommen, das ist ja, bei uns ist man das ja gewöhnt. Aber es wird zumindest der Fokus nicht so krass sein, wie wenn wir jetzt am Samstag gegen Karlsruhe spielen würden. Karlsruhe kriegt zumindest so ein bisschen das Momentum von ihrem 7-0 ausgebremst. Sie werden trotzdem extrem stark sein. Aber zumindest das Momentum wird ein bisschen ausgebremst. Und das Allerwichtigste ist meiner Meinung nach, dass halt Karel Gerards im Amt bleiben wird und damit eigentlich die letzte gute Möglichkeit, einen Trainer zu wechseln, damit verschwindet in dieser Saison. Das ist halt, ne, wenn du dir jetzt zum Beispiel Wolfsburg anguckst, ne, die haben sich ja jetzt auch extra die Länderspielpause genommen, weil das halt dann einfach dankbar ist, weil du einen neuen Trainer hast und dem dann wie so eine kleine Vorbereitung geben kannst, wenn du 2 Wochen lang die Mannschaft beisammen hast. Und die werden jetzt halt Gerards noch behalten. So. Und ich glaube, das ist sehr, 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 sehr gut. Weil Szenario, ich glaube, jetzt ganz viel Theorie. Angenommen, die Länderspielpause wäre eine Woche nach hinten verschoben. Und wir würden zu Hause gegen Karlsruhe verlieren, schwöre ich euch, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Karel Gerards entlassen werden würde. Weil dann wird man sagen, ey, ne, haben vielleicht die anderen gepunktet, stehst vielleicht auf dem 16., jetzt hast du 2 Wochen Zeit und dann wird man wieder in diesen Aktionismus verfallen. Entlasst nicht Karel Gerards. Das sind meine letzten Worte in diesem Schalke-Talk. Haltet an diesem Trainer fest. Es gibt Gründe dafür, warum Brügge den haben möchte. Es gibt Gründe dafür, warum der in der Euroleague abgeliefert hat. Und es gibt Gründe dafür, warum die Fans den weiterhin im Amt sehen wollen. Weil der Typ, der einer der wenigen in diesem Verein ist, die einem vermitteln, dass der Typ Ahnung von Fußball hat. Glaube ich, dass unsere Vereinsführung großartig Ahnung von Fußball hat? Nö. Glaube ich das bei Karel? Ja. Und verfallt bitte, 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 bitte nicht in diesen Scheiß-Aktionismus, weil ohne Spaß, ich kann mir halt vorstellen, in was für eine Richtung das geht. Gerards entlassen und dann sitzt da auf einmal Asamoah, Wilmots oder Büskens auf der Bank, weil der halt eine Schalker-Legende ist und die Jungs nochmal richtig eng zusammen. Nee, bitte nicht.
Bitte nicht. Ja? Und es gibt Gründe dafür, warum Gerrards gerade solche Sachen ausprobiert, wie Schallenberg in der Innenverteidigung oder sonst irgendwas, weil der Mann verzweifelt ist. Weil der Mann auf einen 25-Mann-Kader guckt, wo einer beschissener als der andere ist. Das ist der Grund, warum die Mannschaft nicht funktioniert. Und nicht, weil Karel Gerrards ein schlechter Trainer ist, okay? Bitte wird er nicht entlassen. Bitte, 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 bitte nicht. Ich bin ja so dumm, ne? Ich bin ja so dumm. Ich bin ja so ein dummer Schalke-Fan, wirklich. Und es ist wieder sehr viel Konjunktiv, ne? Aber lass uns in der Liga bleiben, meinetwegen auch irgendwie dreckig auf Platz 15. Lass uns jemanden wie Ben Manga holen und lass ihn Karel Gerrards seine Wunschspieler verpflichten. Und bei Gott, ich glaube, wir würden in der nächsten Saison schon ganz anders aussehen. Weil das muss man ja auch mal sagen. Junge, du kannst doch nicht Karel. Boah, jetzt reg ich mich in Rage. Der Talk ist doch noch nicht vorbei. Aber du kannst doch jetzt nicht Karel Gerrards anzählen und den rauswerfen wollen, wenn der im Winter nicht einen Spieler gekriegt hat, den der haben wollte. Der kriegt da einfach einen Schulinov hingestellt und dann wird gesagt: Nimm den. Weil der war mal vor 2 Jahren bei uns. Nimm den mal. Ach, hier ist noch Brandon Zoppi. Ja, der hat auch 7 Monate nicht gespielt und ist nicht matchfit. Mach mal was. Und dann sagt Karel Gerrards: Junge, was soll ich hier tun? Ich spiele immer Fünferkette. Und ich krieg nicht mal 2 nominelle Innenverteidiger nebeneinander gestellt, weil Baumgartl absolut gar keine Chance mehr auf die Startelf hat. Kaminski scheiße wie die Nacht ist und ich schon Schallenberg als IV spiel. Der Mann braucht einen Kader mit 3 Innenverteidigern, der hat einen. Der hat einen. Er hat doch das komplette Spiel gegen Berlin verkauft. Halt's Maul! Wen soll der da hinstellen? Wen soll der da hinstellen, Junge? Wen? Was soll der da coachen? Latzer und Matriciani sind unterirdischer Müll. Was soll der da coachen? Glaubst du ernsthaft, dass wenn du dann einen U23 oder U19-Spieler hinstellst aus der Jugend, dass es dann besser wird? So ein Bullshit. Du gehst doch nicht zu einem 19-jährigen Van der Slot und sagst: Hier, dein Profidebüt. Ey, kein Stress, geht nur um das Überleben des Vereins. Mach dir keinen Stress. Weißt du, wie verunsichert dieser junge Spieler nach 5 Minuten auf dem Platz ist, wenn der solchen Leuten, die psychisch einen Knacks haben, in die Augen gucken und die dann so einem jungen Spieler per Mimik sagen: Oh Junge, bitte verkack's einfach nicht, ich kack mir selber in die Hose. Glaubst du, das würde funktionieren? Das würde funktionieren. So ein Schwachsinn. Was soll Gerrards anders machen? Ja, okay, realtaktisch, ein, zwei Sachen kann man verändern, aber Junge, der spielt doch Schallenberg in der Innenverteidigung aus der höchsten Not heraus. Der spielt Latzer auf der 6 aus der höchsten Not heraus, weil der keinen anderen Spieler hat. Bro, bei uns im Kader reicht eine Gelbsperre und eine Muskelzerrung dafür, dass du siehst, dass der Kader absolute Scheiße ist. Dass wir gerade mal soeben 12, 13 Spieler zur Verfügung haben, mit denen du was anfangen kannst. Also laber mich nicht voll, dass der Trainer hier irgendeine Schuld hat. Bitte. Bitte nicht. Ohne Spaß. Wenn wir am Ende der Saison uns zusammensetzen und sagen: Hey, der Karel hatte andere Vorstellungen, wir haben andere Vorstellungen, das passt nicht so ganz zur Mannschaft, und dann trennt man sich vielleicht am Saisonende, dann ist das ein Punkt, den ich irgendwo nachvollziehen kann. Aber nicht jetzt mitten in der Saison und vor allem nicht, wenn die Alternative ist, einen Eurofighter, einen Malocha oder eine Vereinslegende ohne taktischen Plan auf die Trainerbank zu setzen. Nein, da wehre ich mich vehement gegen. Was macht denn dann Wilmots? Was macht denn dann Büskens? Was machen die dann? Schnitzen die sich dann auf einmal einen Innenverteidiger? Kneten die sich auf einmal einen Rechtsverteidiger zusammen oder was? So ein Bullshit. Regt mich so auf. Und es wird bestimmt bessere Trainer geben als Karel Gerrards. Es wird auch bessere Trainer geben oder Trainer geben, die besser zum aktuellen Kader als Karel Gerrards passen. Ja, aber die Mannschaft ist gefragt. Das ist mir zu leicht. Ohne Spaß. Ich weiß nicht, ob er das fühlt, aber ich gönne dieser Mannschaft einfach nicht, dass die noch einen Trainerkopf zum Rollen bringt. Das gönne ich dieser Mannschaft nicht, weil die sind alle so kacke und die haben alle so heftig sich das selber auf. Die müssen sich alle so krass selber an die Nase fassen. Ey, bitte nicht, dass diese Mannschaft nochmal einen Trainer absägt. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und wenn ich dann solche Sachen höre, wie Gerrards hat die Hierarchie im Team zerstört und sonst irgendwas, da muss ich fairerweise sagen: Ja, kann ich verstehen, aber was soll er denn auch anderes tun? Also, wen von den etablierten Spielern würdet ihr denn da spielen lassen? Also, ich komme original auf Simon Terodde und dann höre ich auf. Danny Latzer, der wird bei mir nicht mal mehr das Wasser tragen. Und genau das Gleiche gilt auch für Timo Baumgartl. Jetzt habe ich noch irgendeinen vergessen.
Genau, den einzigen, den ich nicht verstehe, ist Dominik Drexler. Den verstehe ich nicht. Da weiß ich nicht, was die für ein Problem haben. Keine Ahnung. Aber der hat doch keine anderen Optionen. Doch keine anderen Optionen. Damit wir nochmal drüber reden. Ey, ich kann und ich will, ich bin ein anderer Mensch als vor 4 Jahren, okay? Die Zeiten, wo ich hier jemanden persönlich beleidige, die sind vorbei. Ich mache das nicht mehr und ich fand es auch rückbetrachtend damals nicht in Ordnung, dass ich sowas gemacht habe, wie zum Beispiel David Wagner persönlich zu beleidigen und Geld darauf zu setzen, dass der entlassen wird. Das ist scheiße. Mann, aber ich bin nicht mehr 21, ich bin 25. Aber trotzdem sind das Spieler, die einfach kacke sind. Und das muss ich auch immer noch sagen dürfen und das sage ich auch immer noch. Und das hat nichts mit den Menschen zu tun. Guck mal, ich habe es auch getweetet. Ein Danny Latzer und ein Matriciani, ich habe nichts gegen die. Nichts. Und ich nehme denen das auch nicht übel, weil ich denen abkaufe, dass sie alles investieren, was sie haben. Aber das, was sie investieren, ist halt bei weitem nicht mehr genug für die zweite Liga. Ich nehme denen das nicht übel. Ich glaube zu 1 Million%, dass Danny Latzer und Matriciani die Spieler sind, denen das gerade noch mit am wichtigsten ist, was mit dem Verein passiert. Der Danny Latzer hat jahrelang bei uns im Verein gespielt, kommt aus der Jugend. Henning Matriciani muss ich euch, glaube ich, nicht erzählen, aber die können es halt nicht besser. So, und die haben nicht unfassbar viel Geld gekostet, dass ich die jetzt irgendwie wegbeleidige oder sonst irgendwas. Die Kaderplanung ist einfach scheiße. Wir haben ja niemanden anderen, den wir da hinstellen können. Schallenberg und Soppi beide verletzt, beide fallen wochenlang aus. Das habe ich jetzt mehrmals im Chat gelesen. Ist das Cap oder ist es True? Nee, oder? Nein, nicht diesen, Bruder. Nee, bitte nicht. Oh mein Gott. Ja, wir sind abgestiegen. Digga, ich schwöre, bei uns im Kader sind so 30 Spieler, die scheiße sind. Und original einer, also es gibt so 3, 4 gute Spieler. Soppi und Schallenberg gehören dazu. Perfekt. Personeller Rückschlag im Abstiegskampf. Der FC Schalke 04, der mit aktuell 54 Gegentoren, ja, auch nochmal ein Nachtritt. Zum Testspiel beim FC Gütersloh am Mittwochabend sind Ron Schallenberg und Brandon Soppi mitgefahren. Mitspielen konnten aber beide nicht. Und das wird nach Kicker-Information auch erstmal so bleiben. Beide Defensivspieler werden das erste Mal nach der Länderspielpause, werden das erste Spiel nach der Länderspielpause gegen Karlsruhe verpassen, mindestens. Soppi plagen muskuläre Probleme. Intern rechnen die Schalker mit einem 3-wöchigen Aufbauprogramm. Damit geht das Kapitel Soppi in die neue Runde. Soforthilfe. Oh nein, ich habe Kaminski gelesen. Das gilt ebenso für Schallenberg, der zuletzt zum Innenverteidiger umfunktionierte Sechser hat einen Faserriss. Dadurch könnte Marcin Kaminski seine Rolle in der Zentral... Oh nee. Will ich gar nicht weiterlesen. Wirklich nicht.